bin auf jeden Fall verletzungsfrei geblieben. Das ist schon mal, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir konnten gut trainieren. Ja, alles, was wir eigentlich in Vorbereitung jetzt haben machen können, haben wir getan. Daran wird es nicht scheitern. Aber bei uns ist es natürlich doch immer eine Frage der Tagesform auch. Da kann man nicht besonders viel vorhersehen. Aber ich gehe mit viel Selbstbewusstsein eben und guter Vorbereitung in den Wettkampf. Mit der Zielsetzung, jede Disziplin gut zu bestreiten. Ich versuche wirklich, mich absolut auf die einzelnen Disziplinen zu konzentrieren, weil nur so schaffe ich es dann auch, eine gute Leistung abzurufen. Wenn ich ständig während des Wettkampfs dann daran denke, was ich machen könnte, was alles möglich wäre, dann vergesse ich das umzusetzen, was ich die ganze Zeit im Training erarbeitet habe. Also wenn ich das schaffe, dann bin ich auf jeden Fall vorne mit dabei und ja, ich, wie gesagt, habe viel Selbstbewusstsein, dass das tatsächlich auch klappen kann. Ich habe jetzt mehr Erfahrung als am Anfang natürlich und ich glaube, dass das eher auch positiv ist als negativ, dass ich weiß, wie ich mit beiden Situationen umzugehen habe. Also einmal, wie es bombastisch laufen kann auf Wolke 7 und einmal, wie es halt leider gar nicht so gelaufen ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Aber auch damit musste ich umgehen und daraus musste ich meine Lehren ziehen und ich hoffe, dass die Lehren richtig waren und ich das jetzt alles mit in den Wettkampf nehmen kann.